Wir haben wieder Stress im Bankensystem, meine Damen und Herren. Fed-Chef Powell gerät vor seiner Rede in Jackson Hole zunehmend unter Druck und vielleicht ist das ja sogar bullisch, denn wir erinnern uns, was ist im März und April passiert. Die Kurse zunächst mal runter wegen der Bankenkrise und dann die Fed. Wir müssen ein bisschen helfen und die Märkte nach oben, als gäbe es keinen Morgen. Und die Situation ist einigermaßen kritisch. Schauen wir uns die Dinge mal an, wenn wir uns die Indizes anschauen, die Schlusskurse also der großen Indizes gestern, dann sehen wir da eigentlich wenig Aufregung. S&P 0,3 im Minus, Dow Jones 0,5% im Minus, Nasdaq Composite im Plus sogar, Nasdaq 100 leicht im Minus, Russell leicht im Minus, unspektakulär. Aber schauen wir uns zunächst mal die Banken an. JP Morgan über 2% im Minus, Bank of America, vor allem Schwab 5% im Minus. Alles das teilweise sehr, sehr tief rot. Und wenn wir uns dann diese Grafik anschauen, dann sehen wir hier oben den KBW Bankenindex, den man als ETF handeln kann. Da sind auch die Dickfische drin, die JP Morgans drin. Und wir sehen, da sind wir jetzt an diese Unterstützungslinie gekommen, die wir im Grunde seit der Finanzkrise haben. Wir sind da noch nie wirklich durchgefallen. Einmal ganz kurz in der Bankenkrise, sind aber dann wieder nach oben. Aber die Erholung der Banken war relativ schwach. Wir sehen etwa eine Citigroup, die jetzt unter dem Paniktief in der Bankenkrise handelt. Was ist da los? Wir sehen ja, dass Fitch und Moody's beide im Prinzip hier Banken abgestuft haben in letzter Zeit. Und hier sehen wir den Grund für die ganze Problematik, nämlich die Renditen. Hier sehen wir mal die zweijährige US-Anleiherendite. Die ist jetzt in etwa da, wo sie im März gewesen ist, also wo praktisch dann die Banken Alarm geschrien haben. Wir sehen den Regionalbankenindex ETF KRE unter Druck. Also jetzt ist der Anstieg der Renditen. Und wer hat den meisten Einfluss, vor allem auf die kürzer laufenden Renditen? Das ist die Fed, das ist Jerome Powell. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er in Sachen Zinsen auf Deutsch gesagt nicht total auf die Kacke hauen wird, sondern vielleicht sogar defensiver sein wird, weil er nicht daran interessiert ist, ebenso wie diese junge, hübsche Dame Janet Yellen, dass die Dinge hier hässlich werden. Hier sehen wir nochmal Sven Hendrik, der sagt, if this breaks, Yellen is gonna get concerned. Die wird also besorgt sein. Und die gute Janet Yellen, die war schon ein paar Mal besorgt. Und jedes Mal, wenn sie gesagt hat, ich bin besorgt, sind danach die Kurse massiv gestiegen, weil offenkundig die einen oder anderen, die da hier wie Janet Yellen am Schalthebel sitzen, gerne die Schalthebel dann in die Richtung stellen, dass es nicht hässlich wird, sondern eher hübsch wird. Die Märkte aber sind verunsichert. Hier sehen wir die Fed Fund Futures. Da ist jetzt keine Zinssenkung mehr eingepreist bis Juni 2024. Also fast ein Jährchen, was da der Fall ist. Vor 3 Monaten waren noch 4 Zinssenkungen fürs Jahr 2023 eingeplant, startend im Juli. Also da hätten wir praktisch schon die erste Zinssenkung gesehen. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in diesem Jahr nochmal steigen, bei 44%. Also die Märkte sind weggegangen von diesen Zinssenkungsideen, sind higher for longer, das was die Fed immer gesagt hat, aber die Märkte eben nicht glauben wollten. Das kommt jetzt langsam in den Köpfen der Märkte an. Wir sehen aber jetzt den Stress, der durch die Renditen, durch die Kapitalmarktzinsen verursacht wird, der bringt die Banken in Schieflage oder unter Druck. Und das wiederum bringt Jerome Powell unter Druck, denn der könnte dann auch concerned werden wie die Janet Yellen. Und das könnte zu einer dovischen Rede führen. Wir sehen hier zum Beispiel Mohamed El-Erian, jemand, der rational kritisch war immer gegenüber der Fed, der gesagt hat, ihr habt die Inflation unterschätzt. Und ihr müsst mehr tun in Sachen Zinsen, sagt jetzt, naja, also die Fed sollte sich jetzt genau überlegen, was sie macht nach der aggressivsten Serie von Zinsanhebungen und wie Nick Timiraos, das Sprachrohr der Fed, gesagt hat, the Fed now needs to think carefully about how aggressive should it be in squeezing out what's left of inflation. Also, wie vorsichtig sollte man sein, wenn sozusagen man jetzt die letzten Reste der Inflation rausquetscht, also aus dem System kriegen will, aber ist das wirklich so ein bisschen nur rausquetschen, Inflation, und dann ist alles wieder gut? Wir dürften in den Zahlen für August sehen, dass die Inflation wieder deutlich nach oben geht. Aus meiner
Sicht. Und es sind nicht nur die Banken oder auch die Banken hier unter Druck wegen den Renditen, sondern auch die Konsumenten sind unter Druck wegen den Renditen, wegen den Zinsen, weil die Dinge damit verteuert werden. Macy's hatte gestern diese doch sehr herbe Warnung gegeben und gesagt, hier die Delinquency Rate, die Ausfallrate bei Krediten, und die Amerikaner können ja zum Beispiel bei Macy's ganz entspannt mal irgendwie auf Kredit natürlich kaufen. Wir haben bei anderen Konsumketten die Aussage, ups, die merken, dass die Sache schwieriger wird. Dick Sporting Goods zum Beispiel hat hier gemeldet Ähnliches. Und so sehen wir, dass auf der einen Seite Retail, also das sind die Konsumenten, die Firmen, die eben Einzelhandel betreiben, dass die schwer unter Druck sind, und die Banken sind unter Druck. Und das hängt natürlich miteinander zusammen, denn die Banken haben das Problem durch die Renditen, ebenso wie die Konsumenten. Und wenn die Konsumenten immer schwächer auf der Brust werden, jetzt vor allem dann mit der Zurückzahlung der Studentenkredite, die dann Anfang Oktober beginnt, wird die ganze Geschichte schwieriger. Hier sehen wir mal Household Interest Expense. Das ist also das, was die Leute eben für Zinsen ausgeben müssen. Hier 12-Monats-Change. Da sehen wir, das ist der höchste Anstieg ever. Das heißt, die Veränderungsrate ist sehr, sehr schnell. Und das haben viele Amerikaner, die sich mit Zinseszinseffekten nicht theoretisch und vor allem nicht praktisch auseinandersetzen, sondern da ein bisschen einfacher strukturiert sind, das haben die nicht auf den Zeiger, was es bedeutet, wenn meine Kreditkarte in den Miesen ist und ich da über 20% Zinsen bezahle. Was es bedeutet, wenn ich mir ein neues oder ein gebrauchtes Auto kaufe und dafür 8 oder 10% Zinsen bezahle. Man kauft erstmal, man ist ja geil auf Konsumieren, man ist ja die Weltmacht, nicht wahr? Wir können doch, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, aber wenn die Dinge dann sozusagen mathematisch schon schwierig werden, eben aufgrund der Zinsbelastung, dann hilft auch Optimismus nichts. Und Optimismus ist vielleicht auch hier das Stichwort. Wir sehen hier den S&P 500 in Gestalt des IES, also des S&P Futures als Continuous, der also praktisch durchläuft ohne Verfallstage. Und wir sehen, wir waren ja sehr, sehr stark überverkauft. Ich hatte das mehrfach thematisiert. Jetzt haben wir dann einen Bounce gesehen, zu überkauft sogar in relativ kurzer Zeit. Aber das, was der S&P daraus gemacht hat, ist zum Beispiel deutlich weniger, als wenn wir uns mal anschauen, ja, was war denn im Juni zum Beispiel, so Mai, Juni die Zone, da waren wir auch mal zwischenzeitlich überverkauft, sind dann schnell nach oben in den überkauften Zustand gegangen. Damals haben wir über 3,5%, knapp 4% gemacht. Jetzt sehen wir sozusagen ein laues Lüftchen hier nach oben und sind schon gleich wieder überkauft gewesen. Das zeigt, wir haben so eine innere Schwäche in diesem Markt aus meiner Sicht. Wir sehen hier, das wird nochmal bestätigt, auch durch die Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Die sind jetzt unter die 50er-Marke gefallen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das sozusagen das übergeordnete Picture so ein bisschen zeigt. Das heißt, wir haben jetzt weniger Aktien, wenn gleich nur ganz knapp, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, als Aktien, die darüber handeln. Wir sehen, dass auch diese Most Shorted-Aktien, also die am meisten geschorteten, seit Ende Juli läuft das nicht mehr. Das heißt, diese Aktien, die am meisten geschortet wurden, sind jetzt, fallen jetzt. Das war ja sozusagen eines der Treiber, auch wie wir unten hier sehen. Most Shorted gegen den S&P 500. Wenn die Most Shorted-Aktien gestiegen sind, ist der S&P 500 gestiegen und umgekehrt. Dieser ganze Meme-Schrott zum Beispiel, der kommt jetzt unter Druck. Also das, was sozusagen einst nach oben gepusht wurde, aber nur ohne Substanz, keine Substanz hatte, das ist jetzt unter Druck. Wir sehen auch im Nasdaq etwa Advanced Decline Linie massiv rückläufig. Die ist nie so stark gestiegen wie der Index selbst. Das waren die einigen wenigen, die da stark gestiegen sind, wie die Megacaps eben. Wir sehen, dass die Hedgefonds massiv long in dieser oberen Grafik in den Hedgefonds sind. Man erwartet jetzt für Nvidia, und das wird ja das heutige Thema dann nachbörslich, ein 10% Move bei der Aktie. Also der ist in den Optionen praktisch eingepreist, nach oben oder nach unten. Und bei Nvidia sehen wir,
Hier eine Milchmädchenrechnung als YouTube-Kommentar. Da hat jemand das mal ausgerechnet, was TSMC, die ja praktisch die Chips für Nvidia bauen, was man da an Umsätzen hat, wie viel davon auf Nordamerika einfällt. Das heißt, hier sagt man, die werden wahrscheinlich in diesem Quartal dann, das jetzt abgelaufen ist, 20 Milliarden Umsatz für die USA insgesamt gemacht haben, also für alles, was mit USA zu tun hat. Die Frage ist, wie viel von dem Kuchen hat Nvidia? Zumindest kann ich jetzt behaupten, Nvidia wird weniger als 20 Milliarden Umsatz gemacht haben. 11 Milliarden war ja die Projektion. Und da waren die Märkte ja total euphorisch, weil das das Doppelte war im Grunde als das, was man zuvor erwartet hatte. Aber die Frage ist jetzt, wo ist die Steigerung? Und das, was allgemein erwartet wird, ist jetzt 12,5 Billionen als Ausblick für das nächste Quartal. Also nehmen wir mal an, die kommen bei 11 oder 12 rein, das dürfte sicher so reinkommen, dann wäre 12,5 jetzt nicht so richtig cool als Steigerungsrate fürs nächste Quartal, wenn wir uns mal überlegen, dass diese Aktie ja praktisch ein bisschen gewonnen hat, also dass die praktisch ja sehr stark zugelegt hat. Und dementsprechend wird das nicht ganz einfach. Wir sehen, wie Nvidia gestern versucht hat, neues Hoch herauszunehmen, dann dieser Rücksetzer und das, obwohl die Zero DTE Crowd auf der Long-Seite war, also die haben Calls gekauft, Zero DTE Calls, aber es hat ihnen nicht geholfen, der Kurs ist dennoch gefallen, sind wir jetzt ähnlich wie in der Kryptoblase nach Corona bei Nvidia bald vor einem herben Abverkauf. Wir werden sehen, man steckt nicht drin. Kommen wir zu something completely different, meine Damen und Herren, nämlich zu China. Jetzt hat Xi Jinping seine Rede zur wirtschaftlichen Lage in China mal eben abgesagt und hat die so einen Text vorlesen lassen, der also sagt, oh, chinesische Wirtschaft, strong resilience, tremendous potential, great vitality und so weiter. Also wenn Sie hier praktisch das Gegenteil aus diesen Worten machen, treffen Sie den Nagel auf den Punkt. Wir sehen, und das hatte ich ja gesagt, ich erwarte ein Kreditereignis und halte es für sehr wahrscheinlich, dass das in China passieren wird, wo es ja schon teilweise passiert ist, dass die Notenbank jetzt wieder 955 Pips den Yuan stärker fixt als erwartet. Wir sehen hier mal die BRICS-Nationen übrigens per Capita, also das BIP pro Kopf, und da sehen wir, die sind weit hinter den G7 zurück. Japan hat am wenigsten BIP pro Kopf, dann kommt danach schon Russland, China, Brasilien. Also keines der BRICS-Länder liegt hier vor uns bisher im BIP pro Kopf. Wir sehen natürlich eine gewisse Änderung jetzt, Share of Global GDP, dann sehen wir, dass die schon etwas mehr auf die Waage bringen. Das hat sich natürlich verändert in den letzten Jahren, 1995 war das noch ganz, ganz anders. Also natürlich ein Aufstieg, aber der größte und entscheidende Player hat richtige Probleme, das ist der Schuldensüberzyklus nach 2008, so sagt Kenneth Rogoff. Kenneth Rogoff hat praktisch man zu Investitionen animiert, Infrastruktur, hatte praktisch den Immobiliensektor nach oben gezogen, über die Nachfrage hinaus. Jetzt ist die Nachfrage nicht mehr da, zumindest nicht mehr als das Angebot da ist. Daher sind wir in einem Ungleichgewicht, das nicht zu lösen ist. Und aus meiner Sicht hat der chinesische Beamtenapparat ein Riesenproblem. Er hat Angst, und wenn ein solcher Apparat, der niemals selber denkt, sondern sich immer nur an klare Vorgaben hält, Angst hat, dann tut er nichts. Deswegen sehen wir diesen Stimulus nicht. Du kannst als Beamter nur was falsch machen, wenn du jetzt mal sagst, hey, wir müssen doch die Sache zum Guten wenden, machen wir mal was. Dann kriegst du nachher auf die Mütze und bist vielleicht im Kittchen, wenn du Pech hast. Also halten alle die Füße still, warten, dass der andere was macht, dass von oben irgendwas kommt, aber es kommt nichts, weil Xi Jinping die Lage nicht kapiert, weil er nicht kapiert, dass wenn du praktisch die Kreativen aussortierst und überall Beamte als Lenker von Unternehmen einsetzt, du dann wahrscheinlich keinen Erfolg haben wirst. In der Gefahr sind wir auch, natürlich nur zu einem Bruchteil hier in Deutschland, weil wir zum Beispiel in Unternehmen jetzt noch keine grünen Beamten sitzen haben. Vielleicht kommt es noch. Man versucht es ja in die Richtung schon. Wettbewerbsposition für deutschen Maschinenbau verschlechtert sich deutlich, wie IFO heute
gesagt hat, wir kriegen um 9.30 Uhr, wenn Sie das Video sehen, sind die Zahlen schon raus, kriegen wir den Einkaufsmanager-Index für Deutschland. Da war ja vor allem Gewerbe dramatisch schlecht mit 38,7. Und abschließend zwei Empfehlungen. Heute kommen die Daten zur Revision am Arbeitsmarkt. Werden 500.000 Jobs einfach verschwinden? Ganz wichtige Zahl heute. Deswegen informieren, was das bedeutet. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung. Ja, wie schaut es denn aus mit Gold, Bricks und warum sind Fondsmanager optimistisch für Gold? Das lesen Sie hier, also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.